Das Geldsystem verändert sich. Warum spielt das Jahr 2030 hinsichtlich dieser Veränderung so eine wichtige Rolle? Und was verändert sich eigentlich? Man kümmert sich nicht mehr darum, was später sein wird, weil man baut im Hintergrund ein neues System auf. Man weiß, dieses System ist am Ende und deswegen bereitet man sich auf eine neue Ära vor. Und das ist CBDC, das sind digitale Zentralbankwährungen. Wir leben in einer Übergangsphase vom alten System in dieses neue System mit digitalen Zentralbankwährungen. Das Problem mit digitalen Zentralbankwährungen ist, dass die nichts anderes bedeuten als die totale Versklavung der Menschen über das Geld. Das, was wir jetzt erleben und was wir bis 2030 erleben werden, ist, dass man künstlich immer wieder neue Krisen erzeugen wird, die Menschen immer wieder in Angst und Schrecken versetzen wird, um große soziale Verwerfungen zu schaffen und dann anschließend mit diesem digitalen Zentralbankgeld als Lösung aufzutreten. Und das heißt, man wird dieses digitale Zentralbankgeld als universelles Grundeinkommen einführen für die vielen Millionen Arbeitslosen, die jetzt geschaffen werden im Zuge der vierten industriellen Revolution.